Kultur 2024 Hauptstadt Salzkammergut European Capital of Culture Capitale Européenne de la Culture 2024 Forum 2024 stellt Fragen. Chance oder weitere Kommerzialisierung? Forum 2024 bringt Antworten. Ab Montag, 18. Dezember, täglich um 16 und um 8 Uhr im Freien Radio Salzkammergut. Die Chancen einer Bewerbung als Kulturhauptstadt sehe ich vor allem in dem, dass man nachhaltige Konzepte entwickelt, die nicht nur für die Zeit der Abhaltung der Veranstaltung etwas beibringen, sondern für das Weiterleben oder für eine dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung. Das wäre zum Beispiel das Schaffen des leistbaren Wohnraums, Ausbau der Infrastruktur, Bildungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten. Und die Betonung liegt für mich auf jeden Fall auf die Lokalbevölkerung. Die Risiken einer Bewerbung sind, dass das etwas von kurzer Dauer wird. Eine schöne Veranstaltung, vielleicht gibt es auch einen kurzfristigen Zuwachs der fremden Gäste, aber danach bleibt wenig. Ein abschreckendes Beispiel ist die Olympia in Rio de Janeiro 2016. Was bleibt danach? Nichts oder sogar es ist schlechter geworden als früher. Und selbst wenn eine Stadt oder eine Region nicht den Zuschlag bekommt für die Kulturhauptstadt, ich sehe alleine den Bewerbungsprozess als eine Chance, dass man an der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, der Politik arbeitet, dass man gewisse Themen und Probleme anspricht, die aktuell sind, und dass man zusammen daran arbeitet, Lösungen dafür zu finden. Die ganze Anstrengung jetzt für so eine Veranstaltung ist groß. Das Budget war in Linz und in Graz 60, 70 Millionen Euro. Das meiste kommt aus dem Land selbst, nicht aus der EU. Und dann stellt sich die Frage, wäre so eine Anstrengung oder so ein Prozess auch möglich außerhalb eines Bewerbungsverfahrens für eine Kulturhauptstadt? Oder könnte man das eigentlich auch unabhängig von einer Kulturhauptstadtgeschichte sowieso machen?